DTM. Endlich ist der Motorsport deutlich in den Rüsselsheimer Serienmodellen zu spüren. Manuel Reuter testet den Astra Caravan 2,0 Turbo. Schon geil. Manuel Reuter, langjähriger Profi in der DTM, verzichtet bei seinem Ritt auf elektronische Bevormundung. Habe ich ESP drin jetzt? Der erste Eindruck überzeugt. Das Auto ist agil, macht viel Spaß. Speziell in Verbindung mit dem 2 Liter Turbomotor, der wahnsinnig gut am Gas hängt, der bei 2,5 schon richtig vorwärts geht. Du aber auch auf der anderen Seite drehen kannst bis über 6000. Macht es halt wahnsinnig Spaß. Und ich habe die Sporttaste noch. Also was willst du mehr? Das serienmäßige IDS Plus Fahrwerk kann in Millisekunden die Kennrate jedes einzelnen Dämpfers stufenlos verstellen. Das Fahrwerk wird bretthart. Ideal für den kurzen Zwischenspurt, nicht für die Langstrecke. Der DTM ist ja alles verboten. Wenn du am Dämpfer was verstellen willst, musst du ganz normal an die Box fahren. Mechaniker macht die Haube auf und wenn zwei, drei Klicks am Dämpfer weicher oder härter gestellt und dann fährst du wieder raus. Also ich habe keine Taste am Armaturenbrett, wo ich es verstellen kann. Spaß also auf Knopfdruck. Schon gnadenlos für so ein Kombi, ne? Von vorne zeigt der Astra Caravan das bekannte Limousinengesicht. Erst von der Seite erkennt man den längsten Astra der Welt. Die Kombi-Variante streckt sich 9 cm länger zwischen den Achsen. Das macht einen XL-Stauraum von 530 Liter. Bei umgeklappter Rückbank sind es sogar 1590 Liter. Den Umzugswagen kann man sich hier sparen. Allerdings muss man vorher 24.430 Euro nach Rüsselsheim überweisen. Dafür bekommt man Topspeed, 230 km/h, 6 Gänge und 200 zornige Pferde. Genau das Richtige für einen sportlichen Familienvater. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass ich ein Auto habe, das die ganze Bandbreite abdeckt. Das heißt für mich, ich kann einmal mit meiner Familie in Urlaub fahren. Oder in meinem Falle geht die Familie auch mit zur Rennstrecke. Da ist das Auto vollgeladen bis oben hin, dass ich also den Platz habe. Und dann muss das Auto aber auch das Spagat können, dass wenn ich oben am Nürburgring bin, ich auch mal eine schnelle Runde auf der Nordschleife fahren kann. Und das glaube ich auch hier mit dem Astra Caravan sehr, sehr gut gelungen. Um das Äußerste aus dem Caravan zu kitzeln, braucht man allerdings Platz. Das Testgelände des ÖAMTC in Saalfelden liegt vor Manuel Reuters Haustür. Hier zeigt sich der Unterschied zu einem DTM-Boliden. Du musst halt diesen schmalen Grat finden, wo du noch eine Sportlichkeit hast. Du musst wie hier extrem das Auto anstellen kannst, aber die Fahrsicherheit hast. Und als Großserienhersteller musst du im Grunde versuchen, diesen Spagat zu treffen. Aber die Autos werden immer, speziell die Fronttriebler, da mehr in Richtung Untersteuern ausgelegt, weil sie sonst einfach auf der normalen Straße, wenn du ein Problem hast, das Heck zu stark ausbrechen würde und dann der normale Autofahrer damit nicht zurechtkäme. Mit Hilfe der Handbremse kriegt er den Fronttriebler trotzdem quer. Auch Rennfahrer wollen im Auto spielen. Mir gefallen diese kleinen Spielereien, also wo ich den Reifendruck sehen kann, meinen Durchschnittsverbrauch, ich kann die Rundenzeit stoppen. Also diese kleinen Spielereien da vom Lenkrad aus steuerbar, die machen mir schon sehr, sehr viel Spaß. Der Verbrauch des Turbo liegt auf dem Testgelände allerdings über der Werksangabe von 9,4 Liter. Wer am Limit bewegt wird, gönnt sich schon mal etwas mehr. Die Fahrwerke mit der neuen Sportoption sind sensationell. Also ich glaube, jeder, der so ein Auto mal fährt oder der auch mal mitfährt, wenn man so ein Auto sportlich bewegt, der sieht, auf was für einem hohen Stand die Autos mittlerweile bei Opel sind. Der Astra Caravan Turbo ist ein Multitalent mit 200 PS. Perfekt für den IKEA-Einkauf und für die linke Spur auf der Autobahn.